pirmąją viešnę iš Vokietijos, Monika Rink. If you look up, the text will appear on the screen, and we'd like to please welcome Monika Rink from Germany. Yes. Thank you very much for the invitation. Der letzte Tag im Süden. Wir werden dir ein Mittel spritzen, an diese Bank im Ferienhaus fixiert. Sieh mal hier, wie deine Stirne leuchtet, oh, der Schläfenglanz im stillen Widerschein des weißen Lampenschirms, wie schön du bist. Wie gut und unvermutet ist das Licht, durch deine Adern läuft ein Schimmer und in der dunklen Kammer nistet Radium. Deine kleine grüne Angst, überall, bei allen anderen regen sich Visionen, doch nicht bei dir. Bei dir ist alles klar und scharf, zu sehen die Etiketten, die Kakteen, alles da. Im Broken Cloth der letzten Nacht, die Figurinen des Begehrens, die zarten Schäume. Hier hat der liebe Herrgott selbst mit seiner Zunge dir die deinige gelöst, du sprichst wie schön. Vom Pharmakon, vom Wedeln der Platanen. Und vor der Türe stehen sie schon, die Schuhe, die wir haben, die Säcke mit dem Müll und der Passat. Moorland's Tortillas is the name of a very successful horse of dressage. Moorland's Tortillas, hört ihr das? So höhen Honigprotokolle glänzen, schwarz dressiert, das Biest macht, was ihr wollt und macht es gut. So gut, dass man fast glauben will es selbst, wie ihr es wollt, so will auch es. Wir unterstellen ihm Stolz. Doch kann es je entgegennehmen, was es auslöst an Begeisterung? Ein Vollzug fast sexuell und mithin ebenso verkorkst. Die Ekstase der Verspannung oder eine Innigkeit zwischen Herrscher und Beherrschtem. Noch das stärkste Tier ist unendlich debil. Wer sagt das? Adorno. Hoch aufhackende Beine, Pirouetten, durchparierte Wechsel im Galopp, irre Schultermaschine, ein Seeotter an der Kandare, als wäre Natur ein Element unter anderem und man könnte es wechseln, wie ein Fahrzeug, das sowohl zu Land als auch zu Wasser vorankommt und am Ende kann es sogar fliegen. Als flöge ein Pferd durch den Himmel, also helft ihm bitte beim Landen. Am besten landen Pferde in Gelee, das noch nicht ganz gestockt ist. In unvollkommener Götterspeise oder sie fallen im Landeanflug in den Galopp und galoppieren dann aufsetzend auf der Erde unverletzt weiter. This poem is from the early times of psychoanalysis, from this hypnosis laboratorium, and it's called Kaninchen. Hört ihr das? So höhen Honigprotokolle mit raumfüllenden Stimmen, ohne dass den Raum, den sie füllten, sähe. Ich bin im Hypnosezelt, ein leichter Luftzug, bebende, flackernde Bahnen, die gleich wieder still von oben nach unten fallen, wie undurchsichtige Farben orange, durch die eine Stimme geht, die die Parzellen miteinander verbindet. Sie sagt mir, was ich bin. Ich bin entspannt. So liege ich allein im Schall und lausche, bin ich viele Kaninchen, die aufgehört haben zu flitzen. Eingriff in die Dynamik der Seele geht so. Was assoziiert ist, hemmen. Und das, was neuerlich dissoziiert ist, reassoziieren. Umkleidekabine. Doch was streife ich klammheimlich ab, was lockert sich oder hakt? Da die Bilder nicht heil wie die Stimme durch die Poren der Dinge zu dringen vermögen, bin ich blinde Kaninchen. Wir sind entspannt. Indes geht der Hypnotiseur in durchbrochener Spitzenstrumpfhose unsichtbar auf dem dicken Teppich zwischen den Kabinen umher, schwarz berindete Schenkel als Kröche orchestriert etwas darüber, wie ein stimmhaftes S. Summend, gemustert. Ich denke, Kaninchen, ich bin entspannt. Ich habe versagt. Kaninchen, immer Kaninchen.
I'm reading an English translation by Nicholas Grindel. Are you tentacle fish? Hark! Hear how honey chronicles mock. It's by no means certain that what's clear is always light. It might equally darken itself with high power exegesis, but without forfeiting any of its clarity, the way it is for fishes, who can see the difference but not express it. The eye tentacle fish, for instance, that's blind to its own doodad, but who amongst us escapes this fate? With the eye tentacle fish, though, doodad's not blind to fish. It uses its outboard eye to distinguish precisely between what's clear but dark and what's dark but unclear also. With its eye arm, the built-on telescope, it sees this clearly. Look, an eye tentacle fish disguised as an algae-covered pebble, insanely lit, far too bright. With this eye, it sees only what's dark. With the other, it sees itself if it's light. With both, it sees what's clear flaring up in the dark, but because it's in disguise, it doesn't see itself. And one more thing, water mustn't burn. Unio Wiesel. Hört ihr das? So Höhenhonigprotokolle in Bernstein und Amber. Fürstlich oder fürchterlich paart sich im Dickicht das Wiesel mit der Zylinderkopfdichtung, Schläuche, Keilriemen, zuckige Teile. Wie flink ist das Wiesel, wie schwer der sehr gebremste Unfallwagen, aus dessen undichten Kunststoff Emulsionen fließen, rosa schillern. Wahnsinn war's, als Nadelbäume sich entäußerten, so das Protokoll. Es stürzten die Nadelpfeile zierlich und keck, fast ohne Kontrolle. Das ist das blondeste aller Himmelsgeschosse. Sonne oder Sonja mit der Silberbüchse, Hirsche wittern. Birken imitieren Lichtmaschinen, untertriebig hebt die Nase von der Fährte, ein gefällter Oktaeder. Ach, verschonet doch die Wälder, statt sie mit Kaputtem vollzustellen, denn dieser alte Zuber flutet zeitig die Genüsse, soeben noch munter, in zärtlicher Vereinigung mit den Resten des Blechdachs, Schuppen, nun in desolatem Zustand, marode, auf Abriss, unio Wiesel, finito. I'm going to skip this poem and going directly to the next one. Himmelshärte, hört ihr das? So Höhenhonigprotokoll, eine Halbwelt aus Blaulicht. Ist das Luft oder Wand? Stumme Vögel, Amsel, Attrappen, Spatzen, in Kunstharz und Härte gebannt, in durchsichtige Würfel gegossen, fast wollte man heulen oder an Vogelstatt zwitschern und hüpfen. Doch noch liegt auf dir ein schwerer Schlaf und nur dein Traum weiß von den anderen. Er denkt es dir zum Beispiel, was ist ein Regal? Etwas gezielt hineinzutun, mit einer Hand, die sicher ist und flink, weil es dorthin gehört, ein Übergriff so passgenau dir schaudert. Jetzt liegst du wach in deinem Zelt aus Geld und willst für alles zahlen. Bleib hier, erwarte das Ende der Wand, ziere die Kanten des Tages mit Schlummern, ein Schlimmer noch flechte dir den Kitsch ins Haar. Aber schau, das verletzliche Leben am Morgen ist doch nicht nichts. Kein falsches Wort. Aufstehen, aus dem Fenster sehen, wie eine Halbwelt aus Blaulicht sich aufhält. Da ein Aurora-Falter landet, zittert, explodiert. Es fontosch, which means it's important. Es fontosch, hört ihr das? So Höhenhonigprotokolle so tief im Süden, dass der Süden sich erbricht. In der Frühe das Sommerkleidchen aus der Kotze geholt, heulsichtig der Vormittag, drauf aufgelöst der Mittagstisch. Es fiel alles helle zu Boden und stünde nie wieder auf. Die alarmierten Härchen im Lendenwirbelbereich, man schweigt, aber weiß nicht worüber. Speisen, Speisereste, später auch Gesellschaftsspiele. Das Spiel heißt Waldportier. Einer entscheidet,
Alle anderen tarnen sich als Moos oder als Tannen. Ein Ausgewählter darf hinaus, hinein oder darf gar nichts. Es gibt Maximen über Biber und Gardinen. Bist du ein Biber, gestaltest du dein Revier. Als Gardine hältst du dein Revier bedeckt. Was willst du sein? Es Fontosch. Entscheide dich schnell, es Maximum Fontosch. Du könntest aber auch eine Acht würfeln. Das bedeutet, dir stehen die Knochen ins Haus, du hegst sie dazu, der verflüssigte Bikini-Hegel, der Scham als Joker, was allerdings kostet. Dann brauchst du mehr als 12 lindgrüne Nupsis und Pflaumen um deinen Mund, den man willenlos küssen will, wieder und wieder, ob du gewinnst. Hängt davon ab, wie viele Nupsis du in der Reserve hast. Könnte es nicht sein, dass deine Hoffnung dich auf falsche Fährten bringt und zu Boden läutert? Dann scheidest du aus, es sei denn, du singst im Weggehen 100-mal auf Wiedersehen und kehrst ins Spiel zurück. Dankeschön.